Ups, falscher. So, Leute. Dann bringen wir den Schüssel mal zum Sägewerk. Bis jetzt, in Klammern Rosa ist der Tiger mein Liebling. Oh, super Truck, ne? Also. Scheiß Bäume immer, ne? Hinten im Radkasten! Hinten im Radkasten! Ey, nee, sowas finde ich dann immer so gemeine. Wisst ihr? Jetzt hänge ich hier feste oder was? Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein. Das dann immer, das regt mich auf. Das ist dann sinnlose Scheiße. Na guck mal, es ist halt ein Grafikfehler, der geht halt hier durch die Bäume, aber hinten beim Spritzschutz bleibt er kleben. Eigentlich müsste er richtig schön drüber rollen hier. Und jetzt klemmt er am Tank. Das ist alles ordentlich animiert, ne? Das ist gerade eine sehr große Schwäche, die SnowRunner in meinen Augen seit dem Yukon hat. Das Problem war vorher definitiv nicht. Hängt echt am Tank jetzt, ne? Die Scheiße kriegst du jetzt hier nicht raus. Kannst du nur hoffen, Christian, du kannst doch mal einen Rückwärtsgang wegmachen, dass das Spiel jetzt halt so ein bisschen austrickst. Na, zum Glück, ey. Ja, das ist Rotz. Das ist Rotz. Alles cool, wenn sie hier so eine Bäume mal in den Weg legen und dass man hier dann auch so ein bisschen was machen muss und so. Aber wenn es dann halt um sowas geht, ah, das finde ich echt scheiße. Und ist ja nie so, dass man mit so einem Frachtcontainer nie sowieso schon immer so einen übelst hohen Schwerpunkt hat. Komm, mein Guter. Hinzu hat's auch geklappt. Jetzt muss ich mich da hier so an der Seite umschlängeln. Also wenn Christian selber eine Spedition aufmacht, wissen alle Bescheid, wie der Fuhrpark auszusehen hat. Ja! Wieder am Tank, habt das gesehen? Wollen wir mal. Wenn wir das richtig verstanden haben, ist dann das Sägewerk hier offen. Ja, na, abladen. Ach, abladen ist da hinten. Okay. So, haben wir. Produktionsmittel. Wow, das war beeindruckend. Dank dir werden wir nicht Gott, wie weiß, wie lange auf neues Werkzeug warten müssen. Und ja, falls du Holz brauchst, lass es uns einfach wissen. Alles klar. Also, hier gibt es jetzt Holzplanken. Aber Bauzone.
Da brauchen die ja schon wieder Stämme. Das ist es. Das ist Rotz. Steuerst du mit einem Gamepad? Ja, ich spiele mit Gamepad. Ich habe es noch nie mit Lenkrad gespielt, Toddy. Deshalb kann ich dir das da nicht sagen. Und ich habe für die PlayStation 5 auch keins. So. Okay. Haben wir das erledigt. So, dann hatten wir hier so eine Aufgabe. Kirche... für schwer zu erreichende Orte. Ja gut, wir haben hier noch Brückengeschichten, ne? Brücke zur Insel. Dort auch wieder Stahlträger. Na, da gehen halt die Stahlträger jetzt alle flöten, ne? Ballerst du hier hin, machst die Brücken fertig, Ersatzteile. Ja, hier lohnt, das lohnt sich ja fast mit einem Schwerlaster hin zu eiern, oder? Man könnte es probieren. Aber willst du mit dem Schwerlast? Nee, 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 das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Obwohl er es vielleicht packen könnte. Nein, Christian! Du denkst da jetzt nicht drüber nach. Das ist ganz schönes Fleißding hier, ne? Aber zählt das als eh eine Aufgabe? Ja, okay, ich dachte schon, ich muss das jetzt zweimal machen. Ach so, dachte du zockst auf dem PC. Nee, nee, nee. Deshalb steht hier auch immer wegen L2, R2, Viereck, Dreieck und so. PlayStation. PlayStation. Auf wie viel Plattformen hast du das Spiel jetzt eigentlich, Christian? PlayStation, Switch und Xbox. Also dreimal. Kollege macht das gerade mit dem 8er-Anhänger. Naja, dann deinem Kollegen viel Spaß. Du ahnst es nicht. Ja, genau, Schmaler. Genau, ich bin jetzt gerade echt am Überlegen, ey. Auch 6 Slots oder ob ich einen Tiger nehme und einen Zweiachser-Anhänger mitnehme. Mit der Winde. Ey, mit Tiger sah ich schon der Twinsteer, aber das Stücke wird halt die Scheiße. Obwohl du hier bestimmt auch am Wasser langfahren kannst. Leute, ich fahre die safer Option. Würde ich jetzt echt mal sagen. Genau. Nur mit was? Nur mit was? Ich würde mal sagen, mit dem Tiger. So, der hat ja schon die richtige Sattelkopplung. Und machen wir mal. Oh. So, Chris, ja, gerade SnowRunner für die Switch bestellt. Oh nein! So passiert's. Ich wünsche dir viel Spaß damit, Joe. Viel Spaß dann. Ja, da merkt man schon mal den Unterschied, ne? Wie hier der Arzhoff zum Beispiel durchgefahren ist. Wie willst du denn dort dann wieder zurück, ne? Du willst dir doch diese Scheiße hier nicht antun mit der Fracht. Dann fährst du ja wieder diesen Weg. Oder? Ne, du fährst dann natürlich hier gleich komplett, oder? Hier so und versuchst dann hier hochzufahren. Kommt man hier hoch? Das müssen wir dann sehen. Das müssen wir dann sehen. Aber eigentlich sind wir jetzt nicht unbedingt in dieser Option, wo wir Zeit für Experimente haben. Ha. Gute Frage. Nächste Frage.
sind wir halt noch nie lang gefahren. Ich sag mal, dort ist ja auf dem Wasser, dort dann das Zurückfahren ist ja dann jetzt nicht so blöd. So, da vorne, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Schräglage ist halt nur ein bisschen ekelhaft dort. Suche mir natürlich wieder die größten Steine aus, um drüber zu fahren, ne? Bin auch manchmal so ein richtiger Held. Oh, Scheiße. Der Anhänger hängt halb in der Luft. Oder besser gesagt, er hängt in der Luft. Ja, gute Sattelkupplung hat er hier. Sehr gut. So, sicher ist sicher, wir wissen nie, was passiert. Ich gehe mal ein bisschen tanken. Bei einem Anhänger braucht man sich blöderweise nur so daneben stellen. Aber wehe, es ist ein Tankaufbau von einem Fahrzeug. So blöd eigentlich. Weil ich in Chat geguckt habe. Hab gestern in Real Life dem Derry Longhorn Vierachser gesehen, also das Teil wirft großen Schatten. Okay. Mann! So. Ich hoffe, dass das mit unserem, wie wir das denken auf dem Wasser, oder besser gesagt, wie ich das denke, oh, dass das klappt. Immer diese Scheiße. So, hier werde ich jetzt aber nicht runterfahren. Sondern lieber hier. Mach erstmal ein bisschen. Dass ich da hier so unten ankomme. Vorsicht, Vorsicht! Die Brückenbauer sind unterwegs. So, und jetzt rein theoretisch, ne? Sowieso erst mal bis hier vor. Dann hier ums Eck. Und dann hoffe ich, also wirklich, ich hoffe, dass wir hier so vielleicht irgendwie hochfahren. Also ohne Scheiß, das wäre urstgeil. Die Generation grüßt dich, dir auch einen schönen Sonntag, frohe Pfingsten. Daumen sind gedrückt, dass nichts kippt oder ins Eis einbricht, wie man gerade merkt. Ich danke dir, die Generation, ich danke dir. Und schön, dass du einschaltest.
Ich hoffe, es klappt. Ganz schön steinig hier. Der Tank mal wieder. Dieser miese Tank. Oh, Konzentration ist da, ihr Lieben. Katze, grüße dich. Ja, dir auch wunderschöne Pfingsten. Und schön, dass du einschaltest. Hoffe, dir geht's gut. So, ich bleib mal. Okay. Ist das dort jetzt die Ecke, wo ich hochfahren wollte in meinem jugendlichen Leichtsinn? Ja. Wohl? Was ist denn das da? Weil ich wieder auf die Landschaft geguckt habe. Doch hier. Vor allem so wichtige Ware am Arsch, ne? Und ich mache hier jetzt Experimente. Aber es geht so. Ich hätte halt nur nicht über dieses scheiß Ding fahren sollen, sondern hätte einfach nur, so wie der LKW jetzt liegt, diesen Weg hätte ich einfach nur fahren müssen. Da wäre die Scheiße jetzt überhaupt nie passiert und ich wäre da einfach hochgefahren. Und alles wäre gut gewesen. Passiert. Wir haben daraus gelernt. Haben jetzt natürlich wieder einen kleinen Off-Roll-Einsatz hier vor uns. Inge! Ja, alles gut. Aber einen Weg gefunden. So, wenn wir jetzt hier mit irgendwas fahren. Jetzt habe ich natürlich nichts mit Ladefläche hier, ne? Da hätte ich gleich die Ersatzteile mit eben mal geholt jetzt, die wir dann eh noch brauchen. Was habe ich denn hier? So. Ist der da an der Standorte? Was hab ich denn noch in der Werkstatt? Ich lieb ja den GMC, ne? Und ich war so fasziniert von ihm und ohne Scheiß. Ich will den jetzt hier einfach mal testen. Getriebe, Federung, das passt alles, aber Ersatzrad hat er. Und ich möchte natürlich noch andere Reifen.
glaube, der GMC ist sowas von unterschätzt. Du bist wesentlich entspannter als gestern. Ja. Auf jeden Fall. So. Mal wieder mit dem guten GMC. Treuer Begleiter seit Stunde 1. Einfach nur mal gucken, wie er jetzt hier durch den Schnee fährt. Ja. Und Tapi, danke für den Raid, mein Guter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Stream beim guten Tapi gehabt. Die Champion-Spieler unter euch. So, nutzen wir das gleich mal. Hol mal die Ersatzteile. Den Weg hätte man ja so oder so nochmal fahren müssen. Ne? Ja, ich hätte dort einfach nur nicht. Unser komisches Manöver machen sollen. Alles klar, Tapi. Dann lass dir gut gehen und mach dir noch einen wunderschönsten Pfingstsonntag, mein Guter. Und nochmal vielen Dank, ne? Du wirst jetzt hier nicht umkippen, oder? Meine Fresse! Das hat er doch mit Absicht gemacht jetzt. Da bin ich blöd gerade? Wollen wir uns jetzt mal drauf einigen? Dass wir da jetzt einfach mal hinfahren? Hemi, grüße dich. Kaum bin ich da, kippt er. Was ist denn hier los? Ja, es gibt Dinge. Die passieren halt irgendwie mal einfach, ne? Hat vorhin aber besser geklappt, mein Guter. Ja, Hemi läuft definitiv besser heute. Kannst du es doch auch einfach sagen, wenn ich dich nicht raiden soll. Da wäre ich auf jeden Fall nicht umgekippt. Nein. Alles Quatsch, Tapi. Alles gut. Dann holen wir mal den GMC dort wieder auf die Beine. Leon, danke für den Follow. Willkommen. Der sich hier einfach hingelegt, Leute.
Das ist ja jetzt blöd. Starte den Motor am gezogenen Wagen. Ja, der kann ruhig mal mit ein bisschen mitmachen, ja. Der liegt nämlich auf so eben auf diesem einen beschissenen Stein dort. Und auf dem kibbelt der so richtig schön hin und her. Jetzt lege ich mich hier gleich daneben, habe ich das Gefühl. Der muss hier erstmal weg. Er hat diesen Stein immer noch am Arsch, ne? So faszinierend. So faszinierend. Ein bisschen kurz halten jetzt hier. Dass sie immer in die falsche Richtung lenken, ne? Diese miesen Praktikanten, ne? Au, oh, das ist gut. Motor starten. Gut, der steht erstmal. Ist ja so windig bei mir draußen. Das klang ja richtig böse gerade. Wahnsinn. So, einmal Ersatzteile bitte. Und dann müssen wir unseren Tiger mal wieder auf die Beine helfen. Das ist wirklich ärgerlich. Wir hätten uns einfach nur links von diesem, ja, von diesem kleinen Hügel dort aufhalten müssen. Ach, das ist ärgerlich. Hab gestern mal Schlammreifen auf dem Tiger probiert, im Tiefschnee defensiv flotter unterwegs, aber für den Rest an Boden belegen hier keine gute Wahl. Ja, sobald da halt die ganze Steinscheiße dann und sowas ist und Asphalt und dann bergauf oder mal Eisberg off, was wir hier ja auch alles haben, da ist das dann natürlich scheiße ohne Ketten. Das ist dann natürlich Rotz. So, jetzt fahren wir hier einfach auf dem Wasser wieder zurück, Leute. Und was eine richtige Schande ist, mein Kaffee wird kalt. Mmh. Ist kalt. Vorsicht! So, nu aber. Ja, ja, hier komm ich. Und rette dich. Die Steine haben mich auch zur Verzweiflung gebracht mit dem Tiger bzw. Azov. Lustigerweise interessiert das den Longhorn überhaupt nicht. Volvo Tom, wir wissen es ja jetzt.
dass du mit dem Longhorn da gefahren bist. Ich werde... Nee, ich habe gar nicht genug Geld. Da müsste ich mal ein bisschen mein Trucklager wieder aufräumen. Da könnte man das gerne mal mit dem anderen Collar probieren. Aber ich glaube, der hat ja auch... Konnte auch nur eine hohe Sattelkopplung drauf machen, ne? Also man konnte jetzt keine niedrige drauf machen. Geschweige denn hier so einen Pritschenaufbau drauf machen. Das ging, glaube ich, nicht bei dem. Bei dem Derry Longhorn. Also jetzt nicht nur bei der Version gut, sondern auch bei der Version schlecht. Kalter Kaffee macht schön. Du bist auch auf dem Beauty Drip. Danke, Nadrik. Doch, beide. Beide können eine stinknormale Pritschenaufbau. Ihr merkt, ich bin viel zu selten mit dem Longhorn gefahren. Schmackes! Jupp, bin trotz Vollbremsung bei vereister Straße in der Kurve Vollspeed gerade aus den Hang runtergedonnert. Longhorn! Wer hat, was hat Windows Vista damit zu tun? Der Joe schon wieder. Beide Sattelkupplung. Ah, na dann ist ja eh blöd. Na, ist ja eh blöd. Wir haben Pritschenaufbau drauf machen können. Genau, Christians Beauty Palace. So Leute, wir kommen jetzt in die Nähe. Ich hoffe, ich krieg die Scheiße da wieder hingestellt, ne? Wegen der Fracht mache ich mir jetzt erstmal nicht so den Kopf. Das kriegen wir schon alles wieder hin. Wie ging's hoch? Ja, und wir sind einfach nur... Wie es bei den Rocket Beans heißen würde, vom Weg abgekommen. Jetzt hoffe ich, jetzt will ich mich mit denen hier natürlich nicht unbedingt gleich daneben legen. Genau, genau, genau. Ganz ruhig, ganz ruhig. Natürlich scheiße, er liegt schon wieder blöd, ne? Ich versuch's erstmal noch mit Aufbau hinten drauf. Warte mal. Ich wollte eigentlich ohne Anhänger lösen versuche. Nicht weiter rutschen! Mann, vorwärts! Ja, bleib ruhig so. Ist okay, ist okay, ist okay. Okay, so, jetzt fahre ich mit dem hier erstmal. Auf jeden Fall ist dieser Weg perfekt, Mann! Er ist super! Och, hier freust du dich sogar, wenn du einfach nur einen Weg gefunden hast. So, jetzt nicht umkippen. Mir zwar überhaupt nicht, dass wir jetzt das Cheat-Laden schon wieder machen. Sag mal, kann mir mal irgendeiner sagen, wo meine Ersatzteile hier hingerollt sind?
Hä? Was tut er? Was tut er? Verlademeister Christian ist wieder da. Warte mal, der ist hier verdreht. Bitte, bitte Kamera, tu Dinge. Tu Dinge. Ich will gern sehen, was los ist. Danke. Doch da drauf mal liegen. Die kleinen Freuden des Trucker-Lebens. Na, so denke ich mir das auch. Preis von Snowrunner 35 Euro plus Versandkosten bei Müller. Versandkosten sind doof, bestelle das noch ein Game dazu, damit ich keine Versandkosten und zahl's dann mehr als mit Versandkosten. Kennt da, oder? Ja, Joe. Ist eigentlich so cheaten, ne? Aber es funktioniert halt auch. So, wo sind denn jetzt... Ey! Wo ist denn meine... Wo sind meine Ersatzteile? Alter! Da unten! Tu Dinge! Sprich Inge! Genau. Okay, Leute. Da sind die Ersatzteile. Die hat's aber runtergefriemelt, wa? Scheiße, ich hab so einen Schiss... Ich muss erstmal geradeaus, aber sowas von. Okay. Ha! Scheiße. Liegen die ihn? Ich kipp hier gleich um, Leute. Wir können hier so weit weg sein. Und der Kran hier dran? Irgendwo? Da liegen sie! Da hinten! Ich hab sie! Ich hab sie! Wieso kann ich nicht auf Fracht entladen drücken? Warum geht's nicht? Scheiße. Warum? Also falsch rumliegt? Weil ich sie so mitnehme und dann, Scheiße. Und dann auf den Arzthof baller? Ich glaube, ja, so mache ich's. Okay, jetzt aber sachte. Hier kommen wirklich sachte. Okay. Ich weiß nicht, warum der das jetzt in den gemacht hat. Aber ist ja auch richtig so, weil es ist Cheaten. Oh, verdammt! Oh, verdammt! Okay, warte. Okay, warte. Warte mal. Nein! Oh! Warum einfach, wenn's auch schwer geht?
schubst den nicht an. Aber Leute, der Weg ist es. Der Weg ist es. Den haben wir jetzt. Warum rollt der dort zurück? Ich krieg da immer wieder Schnappatmung. Habe ich vergessen, die Handbremse reinzumachen. Die Handbremse ist drin. So, mal anmachen. Ha! Nein! Winde, Winde! Okay, okay. Nun los! Oh, echt jetzt der kleine Zippel? Ach, guck mal, ist reingekippt. Ist reingekippt, Leute! Alles gut, bin auf dem Gesicht gelandet. So, Fahrräder herstellen. Ruck wechseln. Ach, entladen, verladen. Ha! Ha! Das Problem ist nur, der Tiger muss zuerst, weil die Ersatzteile sind Schritt 2. Ey, Handbremse, Leute, zieht auf dieser Map die Handbremse an, ey. Ach, ein, zwei Windenpunkte. Hier. Hinten der Truck kann auch den Motor starten, ey. Oh Gott, Leute. Erste Regel. Nicht nach hinten gucken. Ey, sorry für den Zaun. Nicht nach hinten gucken. Einfach nach vorne gucken. Da passiert nichts. Nicht hingucken. Nicht hingucken. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Hintenrum ist alles frisch. Ich mache jetzt hier mal kurz Pause. Junge. Okay. Der schlimme Weg kommt noch. Aber hier auf dem Wasser fahren, hier haben wir noch keinen Weg richtig gefunden, wie wir runterkommen, ne? Wir gucken beim Vorbeifahren mal. Das fahre ich hier eh einzeln. Das können aber sowas von wissen. Und ich hätte die andere Ausfahrt nehmen können. Alles cool. Bitte, bitte. Nicht umkippen. Einfach ankommen. Mana so sachte. Wir haben Zeit. Der Pet ist geladen. Ich habe was zu trinken. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Doch, hier kommst du auf den See. Aber es geht ja um das Hochkommen. Leute, du kommst doch hier auf den See, oder? Dort unten? Ärgere ich mich gleich und kipp um? Das war eine dumme Idee. Nein, war es nicht! Scheiße, okay. Baum. Okay, ist alles cool. Warte mal.
bin aber auch immer so verdammt mutig oder eher dumm, dass ich dann hier so eine Experimente dann auch immer noch mache. Das mit heißer Fracht. Ich muss hier dem Felsen lang. Ohne umzukippen. Oh ne, komm. Jetzt nicht hier wieder wegen so einem Bimmelbaumstamm. Das kann jetzt echt nicht dein Ernst sein. Weil die Winde noch dran ist, Christian. Du bist manchmal so pratzedämlich. Oh. Mein Tank. Mein Tank. Memo an mich! Echt jetzt? Weil dem machen wir uns nichts vor. Das war so geplant. Ey, wir fahren und nie wieder fahre ich da lang. Nie wieder! Nie wieder! Die Kamera ist ein bisschen nervös. Ja, Hemi, das sollte so. Das musste so. Dem erzählen. Ja, wo klemmt's denn jetzt? Brüssel einfahren. Und jetzt hoch die Brühe. Scheiße, das ist, weil ich so schräg stehe, ne? Okay, warte mal. Was ist da los? Scampi Joe schon wieder. Haut hier einfach mal wieder einen Sub raus. Ey, schon wieder. Ey, Scampi Joe, du hast gestern schon übertrieben. Ist gut jetzt. Du musst nicht. Sag mal. Na, geht doch. Ah, vielen lieben Dank, Scampi Joe. Natürlich herzlichen Glückwunsch an God Bread. Und Schmaler, haut auch nochmal 100 Bits raus. Ich danke dir. Ich danke euch. Ich danke euch vielmals. Dieser Scheiße hier.